Heute fahre ich zurück nach Wien und ich muss noch packen und es ist mir echt unangenehm, aber ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Ja, das da unten, man erkennt es kaum, das ist der Koffer, da soll das irgendwie rein eigentlich. Da geht es eigentlich noch weiter mit meinen Sachen. Ich habe noch diesen Rucksack, wo ich als Handgepäck den ich noch nehmen kann. Keine Ahnung, und ich habe gar keinen Bock eigentlich, aber ja, ich filme jetzt nicht den ganzen Prozess des Packens, das war jetzt echt langweilig ist und ich will lieber dabei Hörbücher hören, so auf meinem Handy, deswegen brauche ich das, kann ich damit nicht filmen. Ja, also ich kann da kurz parken, aber ich kann da jetzt nicht. Warum können wir nicht auf den Parkplatz fahren? Ja, weil das ich mich vom Abflug habe. Hier oben. Ah, geil. Gott im Himmel. Ich bin jetzt wieder in Wien in meiner Wohnung angekommen. Und ich finde es echt schön. Ich habe es auch irgendwie voll ordentlich hinterlassen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, ich komme hier an. Und überall liegt auch so richtig Fettstaub. Also teilweise schon, weil ich natürlich nicht saugen konnte in der Zeit. Aber es geht voll. Und meinen Pflanzen geht es, glaube ich, auch gut. Die wurden auch von der Freundin gegossen, als ich weg war. Sehr lieb auch. Muss ich gleich aber trotzdem nochmal tun. Und vielleicht auch einmal saugen. Und dann kann ich morgen richtig durchstarten mit Lernen. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr wirklich filmen die nächsten 2 Wochen, weil ich krasse Klausurenphase habe und nicht so viel Zeit und so mich deswegen darauf konzentrieren möchte. Also vielleicht habe ich irgendwas vorgedreht und es wird für euch keinen Unterschied machen, keine Ahnung, aber nicht wundern, wenn jetzt gleich so 2 Wochen Lücke sind, wo gar keine Videos sind. Wir haben zum Beispiel eine Gewichtung der einzelnen Subsamples. Jetzt haben sie von Hans Berger entdeckt und ein entscheidendes Maß, das man daraus ableitet, sind sogenannte Event. Theorie oder Theoriengruppe, es gibt nicht nur eine Theorie. Hätte nur die hier noch, ansonsten ist es nicht mehr relevant. Das heißt auch hätte man so. Darbietungen werden bei der Reise kreiert, die heute noch Potenziale oder ereigniskorrelierte Potenziale, die sozusagen in Beziehung zu bestimmten Reizen stehen. Das ist ein klassisches Untersuchungssetting. Ich schreibe jetzt übrigens morgen meine letzte wichtige Prüfung und die entscheidet halt auch, ob ich ins zweite Semester kommen kann oder nicht. In Österreich ist es ein bisschen blöd, finde ich, weil wenn du die ersten Prüfungen nicht bestehst, dann kannst du keine weiteren Kurse wählen, sondern musst es dann erstmal wiederholen und ein Semester aussetzen. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass mir das passiert. Naja, auf jeden Fall kennt ihr das, wenn ihr so eine Woche oder 2 vor der Klausur so richtig viel zu tun habt und gar keinen Bock habt auf die Woche, ihr habt nicht mal richtig Angst vor der Prüfung, sondern einfach nur keine Lust, eine Woche nur zu lernen oder viel zu lernen und seid deswegen halt auch voll gestresst. Und dann kurz vor der Prüfung, so einen Tag vorher, habt ihr eigentlich immer noch richtig viel zu lernen, weil ihr es halt nicht geschafft habt oder zu voll wart oder so. Aber ihr seid einfach nicht mehr gestresst, weil ihr denkt, naja, ich kann mit der Zeit, die ich jetzt noch habe, eh nicht mehr machen, als ich machen kann. So, und dann wird es kommen, wie es kommen wird. Man kann sein Bestes geben, aber man hat nur noch einen Tag Zeit. Und irgendwie an sich ist es ja stressiger, aber ich finde es irgendwie weniger stressig, weil ja, man muss halt nicht mehr so viel lernen. Ich mag irgendwie das Lernen am wenigsten. Ich habe also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und guck mal, meine Frisur an, es ist einfach nur meine Haare einmal verknotet. Richtig cool, ne? Guck mal, wie richtig schön das mit unserem Fahren. Ich habe mir, wie ihr auch gerade in Zeitraffer gesehen habt, Gnocchis gemacht und sie sind so geil. Ich habe mir da einfach so viel Knoblauch reingehauen, dass es auch nur geil schmecken kann. Aber ja, sehr nice. Und in den folgenden Videos seht ihr, wie ich ein Experiment durchführe. Und zwar, mein Uterus hat angefangen zu stinken, nachdem ich ihn mehrmals in die Mikrowelle getan hatte. Da drin waren halt diese Dinkel
Körner. Und manche davon waren so verbrannt und man hat es halt gerochen. Das war nicht so schön. Deswegen wollte ich halt gucken, was die Ursache dafür war. Und da habe ich als erstes mal mir Dinkel bestellt, also frischen Dinkel, der noch nicht angebrannt war. Und den dann halt in so ein Stoffstück gewickelt, um ja, den halt zu testen, ohne dass ich das jetzt alles extra in den Uterus wiederfüllen muss und so. Habe ich es in die Mikrowelle getan, ja. Und dann halt rausgeholt und geguckt, ob es schon verbrannt war. Ja, da habe ich auch an diesem Teil da gerochen. Aber es hat eigentlich, glaube ich, noch ganz gut gerochen. Da jetzt seht ihr, ich mich da wie so ein komischer Hund runterbeuge, um das zu riechen. Also alles noch im grünen Bereich. Dann habe ich den zweiten Teil des Versuchs eingeleitet, und zwar Lavendel. Das war nämlich auch in dem Ursprungsmischdings drin. Und dann dachte ich, vielleicht haben ja die Lavendelkörner, so sah es aus, angefangen zu brennen oder so. Und die sind die Ursache. Deswegen habe ich das dann halt nochmal in die Mikrowelle getan. Und auch wieder zugeknotet. Und den Uterus, also Ute heißt der übrigens, habe ich dann auch nochmal gewaschen, falls bei ihm noch irgendwelche stinkenden Reste waren. Dann habe ich wieder geguckt, ob da sich jetzt etwas verändert hat. Und man... Ja, ich bin selber gespannt. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was da nochmal passiert war. Es roch, glaube ich, noch ganz okay. Allerdings ist mir dann aufgefallen, da muss ich dann nochmal riechen, um mich zu vergewissern, dass ein paar von den Körnern, man wird es gleich sehen, ein bisschen braun verfärbt waren, also sehr braun, um genau zu sein. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht kann man diese Dinkelkörner, vielleicht liegt es daran, dass sie zweimal in der Mikrowelle waren. Es war nämlich vorher auch so, dass nachdem ich das zweite Mal Ute in die Mikrowelle getan hat, dass es da erst angebrannt gerochen hat. Und dann dachte ich, okay, dann lag es anscheinend nicht an Lavendel, auch nicht an Dinkelkörner an sich, sondern vielleicht zu viel Hitze, weil es zweimal war. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich dann vielleicht einfach die Mikrowelle ein bisschen runterstellen sollte, damit halt die Hitze nicht so groß ist. Und man, ich merke gerade, das ist echt langweilig. Ich weiß auch nicht, warum ich so 1000 Versuche noch gemacht habe. Ich fühlte mich wie so eine krasse Wissenschaftlerin. Fakt ist, ich kann es jetzt auch einfach auflösen. Ja, es lag an der Mikrowelle, ich hatte es zu warm eingestellt. Man muss einfach auf geringste Stufe machen. Und dann ist das auch kein Problem mehr. Français. Donc, je dois toujours parler français avec eux. Mais, oui, c'est difficile parfois. Et une serveur, est-ce que serveur est le vrai mot? Ouais, si c'est féminin, c'est serveuse. Ah, ok, non, mais c'était masculin. Un serveur. Eine Pflanze, die aussieht wie mein Papa. Sieht jetzt noch mehr aus wie mein Papa. Sie hat keine Haare mehr. Sie ist, glaube ich, tot. Schade. Das sind jetzt die ganzen Ableger, die ich mir abgeschnitten habe. In Klammern, meine ganze Pflanze ist jetzt eigentlich tot und das besteht nur noch aus Ablegern. Aber das wollte ich eh. Und ich hoffe, dass das jetzt was wird und ich gleich, also bald, ganz viele Monstera-Pflanzen dann habe. Wer würfelt zuerst? Ich würfel zuerst. Elsa. Okay, Elsa. Ich werde nie von meinen E-Mails benachrichtigt. Ich hoffe da auf dich. Ich hoffe auf dich. Ach so, ja. 1, 3 und ein Fragezeichen. 2-mal gelb und 1-mal rot. Habt ihr den schwarzen oder orangen Block? Den schwarzen. Gut. Ja, dann kann man doch pinke 5 machen. Oh, das ist eine pinke 4. Ups. Ja. Was war das? Achtung! Oh Mann! Pass auf bitte, was sonst? Hör mal auf bitte! So gequinst! Sorry, ich muss gerade mich einmal auslachen! Plan! Ich habe einmal meinen Papa, ich kann mal ein Bild einblenden, die Haare aufgeschnitten in Corona-Zeiten. Also ja, das hast du mir mal geschrieben. Und es war, also, naja, ich habe so mäßig ihm eine andere Frisur auf einmal gemacht. Und ich meinte, dass es richtig gut aussieht. Also ich fand es auch ganz cool, falls Papa das gerade sieht. Aber alle fanden es falsch. Echt? Aber ich habe es mir geschickt und ich fand es gut. Ja. Wir haben es doch noch etwas kürzer abgeschnitten, aber ich habe gerade geduscht, deswegen sind meine Haare jetzt nass.
Ich zeige euch morgen das Ergebnis einfach. Wir essen jetzt äthiopisch, das ist übrigens mein Lieblingsessen, und gucken Friedmanns Vieh, es ist so eine geile Serie irgendwie. Das, wenn es aus dem Pinkel drin ist. Ameisen!